Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Horst Reiter und wir sind in Folge 324 von Simotrans. Ja, Tatemini hat ja geschrieben, es ging um den Bahnhof mit dem Tunnel, den ich da sehr schön gebaut habe. WASD wäre die richtige Wahl gewesen, ne? Dass wir da hochkommen. Und es geht darum, dass sie geschrieben hatte, da muss ich jetzt einen Halt unten hinbauen, dass die da runterfahren. Nee, das ist nicht so. Wenn wir hier dieses Schild haben mit dem H darunter, das bedeutet, wenn hier ein Halt ist, dann fährt der Zug, egal wie, irgendwo auf ein freies Gleis, auch nachdem da unten, wenn sein Originalgleis besetzt ist, sozusagen. Ja, wenn hier sein Halt steht, dann fährt er auch da unten rein. Problem, wir sehen gerade, dass da einer reinfährt, ist nur mein Doppelgleis hier und dass das durchgeht, weil die fahren tatsächlich nicht hier rum, sondern die werden durchfahren. Das ist schlecht, die wollen immer über irgendwo durchfahren, sozusagen. Und besser wäre ein Sackbahnhof sozusagen. Das wäre besser. Also so ein Bahnhof mit Durchfahrtsgleisen ist immer ganz schön gemacht, aber im Endeffekt ist es besser, wenn es ein Sackbahnhof ist, gerade wegen dem Ausfallsignal. Müssen wir überlegen, ob wir sowas umbauen oder nicht umbauen, das weiß ich nicht. Aber in diesem Fall lassen wir das jetzt erstmal so laufen. Auf Dauer müsste man überlegen, ne? Aber ich sag mal, wir schauen gleich weiter nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann gucken wir mal, dass wir das hier hinkriegen. Also hier, diese beiden Bahngleise sind sogar noch relativ gut, weil sie nur von einer Seite befahrbar wären. Aber diese drei Gleise sind nicht so gut, weil sie von der zwei Seiten befahrbar sind. Hier unten haben wir das noch ein bisschen geregelt durch diese Einfahrtssignale und Ausfahrtssignale. Aber insgesamt gesehen ist das keine gute Lösung. Vor allem Züge, die durchfahren wollen und Züge, die hier warten, blockieren Gleise und deswegen ist das mit dem Durchfahren so ein bisschen schwierig gemacht, ne? Da müsste man überlegen, ob man das mal umbaut. Wir könnten natürlich auch die Durchfahrt hier unten bauen und dann einen Wegpunkt setzen, dass die auf jeden Fall durchfahren. Aber das sehen wir dann. Aber momentan ist ja hier kein Stau und wir gucken weiter, wie es geht, ne? Okay, wir haben bestimmt wieder tausend Sachen zu optimieren. Hier ein halbvolles Flugzeug nur, ne? Da müsste man mal gucken, wer da so. Ne, das ist hier falsch. Hier ist das hier, wo wir gucken müssen. Ja, hier. Da sieht man natürlich auch, wie viele Passagiere hier stehen und wo die alle hinwollen, ne? Die wollen alle hier weg über Altenau. Ja, hier steht kein einziger, der mit dem Flieger jetzt weg will. Die werden da gleich wieder auftauchen, ist klar. Aber ja. Alle anderen sind mit dem Zug sozusagen unterwegs und das ist hier immer noch schlecht ausgebaut in dem Sinne. Wir haben hier ja schon auf der Straßenbahnlinie weitere Fahrzeuge draufgesetzt, letzte Folge zwei Stück, glaube ich, ne? Dann müssen wir mal gucken, ob das noch besser wird oder nicht. Ob wir noch Platz haben, weitere draufzusetzen, wäre noch interessant, ne? Rein theoretisch ist hier noch ganz viel frei, ne? Und wenn wir jetzt wahrscheinlich hier so eine Halt ansehen, dann sehen wir auch, obwohl hier ist gerade nicht so viel. Stehen aber auch schon 31, ne? Hier 35, da hinten 42. Ja, es würde sich auch da wieder wahrscheinlich läppern, dass man da guckt. 33. Ja, hier stehen 380, ne? Lokschuppen auf und los geht's, oder wie ist das? Welcher war der richtige? Ich glaube dieser, ne? Aber sortiert nach Fracht, sortiert nach Einführung. Also dieser ist der jüngste. Das ist hier Hardexen Altenau. Altenau Hardexen. Das machen wir wieder kopieren. Und ich kopiere es tatsächlich diesmal dreimal. Und jetzt müssen wir mal hier rüber, weil wir müssen den ja gleich hier abfangen wieder. Und dem sagen, wo er hinfahren muss, ne? Weil sonst fahren die ja wieder falsch, ne? So, der fährt jetzt schon mal richtig. Wieder Abfahren, wieder Baustoffhandel und los geht's. Der kommt da gleich raus und fährt dann weiter und der letzte startet auch.
Fahrplan. Ah, der fährt sogar Baustoffhandel an, okay. Aber wahrscheinlich war das gerade der, den ich. Ja, den wollte ich haben. Und du fährst bitte zum Baustoffhandel. Nicht so, wie du möchtest. Das wäre fatal, wenn er so rumfährt. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle, ne? Wartet auf freie Strecke, bis der hier nämlich weg ist. Dann fährt er weiter, hoffe ich. Hoffen wir. Wenn der da um die Ecke ist, geht's, oder? Hier ist keiner mehr drin. Der dritte ist das hoffentlich schon. Und da der ja leer ist, nehmen wir den erstmal auf und gucken, was der so macht, ne? Der fährt ja weiter. Oh, der Bus hat den überholt, ne? Den setzen wir mal hier unten hin, den können wir weiter verfolgen. Der ist ja jetzt voll an dem Halt, ist klar, ne? Können wir auch so einen hier mal nehmen und gucken, wie die. Okay, der ist wahrscheinlich auch nicht lange drauf mit 84, aber der fährt schwarze Zahlen ein, ne? Schauen wir mal. Na, da habe ich jetzt nicht den Zug erwischt, auch voll, auch schwarze Zahlen. Läuft. Okay. Da sind wir erstmal weiter. Den lassen wir. Ach, guck, der, guck hier, 23,90 ist schon in schwarzen Zahlen, der fährt schon plus. Obwohl, wir können ja mal die ganze Linie angucken. Alle sind hier mit Gewinnen unterwegs. Ja, das sind jetzt die neueren hier unten. Die sind natürlich noch nicht mit so viel Gewinn gesegnet, ist klar, aber fahren alle. Das sind 7 Stück drauf. Wie viel Halte hatte die Linie? Zehn, glaube ich, 10 Halte, ne? 11 sogar. Also würde es bedeuten, dass du 10 machen kannst, damit sie trotzdem noch fahren. Oder baust Signale noch drunter, ne? Also unter der hier so noch ein Signal hin, dass die Strecken kleiner, Abschnitte kleiner werden. Okay. Unser Postzug, der hat Tante Mimi gesagt, der wird kein Geld machen. Weiß jetzt nicht, ob das der ist, aber doch 2000 Sack Post und 1191. Wir werden diesen auch mal hier gerade offen lassen, um zu gucken, wann der hier plus fährt. Ach so, ja, wenn ich jetzt hier gerade so sehe, ne, dass da auf der Wiese noch ein Kohlekraftwerk ist. Ja, Stahlwerk überall, ne? Jetzt ist die Frage, wo lieferst du das hin? Hier ist ein Bahnhof, fährst du mit dem Zug darüber? Mit dem Zug, mit dem LKW dahin und lieferst hier ab. Was wird hier abgeliefert? Das ist die Frage, ne? Welche Verbindungen sind hier? Güterzug fährt hier lang. Riedenburg, Kadexen, Anna über Industrien. Das ist der Personenzug. Salze, Stückgut und Öl. Aber ich glaube, ein Dingens wird hier nicht abgeliefert. Ein Schüttgut. Aber hier steht Schüttgut, ne? Weil wir da ja auch so ein tolles Werk haben. Kohle liegt hier auf dem Bahndamm. Bahnsteig, nicht Bahndamm. Stahl wartet hier. Und hier ist Kohle genug da? Ne, wird ja produziert. Holt das denn hier einer ab? Außer dieser Zug steht hier jetzt kein anderer, ne? Maschinenfabrik. Ist da verbunden. Aber kann es sein, dass da gar keine Kohlezüge fahren? Achso, ich muss den erst anklicken und dann. Doch, der fährt hier Kohle, ne? Aber es braucht wohl keiner Kohle, das wird sein, ne? Wir haben zwar hier schick. Ah, Glasfabrik. Okay, die müsste auch Kohle brauchen. Stahlwerk ist angeschlossen.
Kohle ist aber voll. Das zweite Stahlwerk ist das. Das ist auch angeschlossen, definitiv. Wir haben hier ein Kohlekraftwerk, welches auch angeschlossen ist, aber auch voll ist. Nee, doch, für 7.590. Da wird auch nichts hingeliefert. Das Zementwerk ist auch angeschlossen. Hat auch Kohle genügend. Und dann haben wir nochmal ein Kohlekraftwerk. Das nicht angeschlossen. Doch, das ist auch angeschlossen. Und das hat auch genug Kohle. Da fährt bald aber wieder ein Zug hin. So, das bedeutet nur die Glasfabrik. Die ist ohne Kohle. Die hat hier aber schon so einen schönen Weg daneben, ne? Die ist nicht ganz weit weg zu beliefern. Und das Stahlwerk ist hier, ne? Also da können wir dann definitiv darüber fahren, weil hier sind ja auch schon die passenden Buchten, oder? Das bedeutet, wir machen hier mal eine Anlieferung, oder? Ne, nicht mit Zug, mit Auto. Mit 100 km/h fahren wir da ran. Machen wir mal so. Machen wir einen länger, machen wir hier. Und da. Machen da Anlieferung. So. Obwohl, die müssen da nicht warten, ne, oder? Doch, da wäre ja Glas, wird da ja produziert. Das muss ja dann auch weiterverarbeitet werden. Glas und Flaschen. Die Brauerei bekommt das. Die Brauerei ist hier gebaut. Okay. Sehr interessant. So, aber wir müssen dann erst da die Kohle hinbringen. Und da sieht es schon wieder mit Haltebuchten schwierig aus, ne? Das musste die irgendwie managen, darüber zu kriegen. Aber wir können die auch hier verlängern. Obwohl das mit dem Verlängern auch nicht so der Bringer ist, ne, oder? Einfacher Ladeplatz. Große Laderampe. Oh, hier gibt es ganz viel, ne? Wenn wir die hier hin machen, ne, dann können wir doch unseren Punkt hier so rübersetzen, ne? Vielleicht wollen wir da mal das so machen, dass das hier, wie heißt es, kein Ladepunkt mehr hier ist, sondern hier noch ein Glaskörner. Nein, wir sind in dieses Erdgeschoss gegangen, das passt erstmal. Das heißt, wir machen es so, dass wir hier rechts verlängern. Machen wir erstmal, ja, machen wir das schon mal fertig, aber wir machen nicht so viele Ladepunkte. Machen erstmal nur drei. So, und dann bauen wir eine Linie hin. Ja, können wir auch mit Fahrzeug gleich machen, ne? LKW. Schüttgut ist es. Können ja gleich Kohle nehmen, wenn, ne? Ach, sind wir schon vorbei an Kohle. Da haben wir sie. Machen wir einen Sattelschlepper. Und hängen den da dran, ne? Und machen einen Fahrplan, der von da nach da geht. Und Stahlwerk kriegt 100% Belieferung. Das wird eine neue Linie. LKW, Glas, Hütte. Passt. Und kopieren, kopieren, kopieren und Start, Start, Start. Oh, shit, jetzt sind es vier geworden. Ich hoffe, das verträgt der halt, sonst müssen wir da noch eine Bucht bauen gerade. Vielleicht ist es besser, dann noch eine zu bauen, wenn wir schon vier Fahrzeuge haben. So, sicher ist sicher, ne?
So, die haben jetzt aber keine Kohle, die muss erst noch kommen. So sieht es nämlich aus. Gut, dass wir die Bucht gebaut haben. Der steht allerdings schon woanders drin. Aber wir brauchen ja, dass andere Fahrzeuge noch geladen werden. So, das bedeutet hier muss das Glas weggeholt werden und die Flaschen. Die Flaschen gehen natürlich gleich hier hin, ne? Die wollen doch die Flaschen haben, oder? Ja, Hopfen und Gerste ist hier noch gefragt und Bier gibt es dann. Okay. Flaschen sind auf Paletten. Anlieferung findet hier nicht so wirklich statt. Anlieferung findet da nicht so wirklich statt. Kriegen wir aber hin, indem wir da noch ein bisschen bauen, ne? Machen wir da eins länger, da eins hin und da eins hin. Dann gibt es da auch drei Ladeplätze, weil das Bier muss da ja nachher auch noch hin, ne? So. Oder nicht hin, sondern weg. So, die Straße von hier geht nach da, das passt schon mal. Das bedeutet ja, wir können auch von da unten erstmal hier losstarten, ne? So, wir machen hier mal Flaschen. Okay, dann sieht es so aus. Gibt es einen Hänger? Ja, gibt es auch. Das heißt, ich mache auch wieder den Sattelauflieger. Ich glaube, spielt keine Rolle bis auf einen Cent. Dann ist das fahrplanmäßig von dort nach dort und da machen wir wieder 100%. Das ist eine neue Linie und das ist LKW Flaschen. Passt, passt. Und starten wir. Jetzt ist die Frage. Einer. Fahren wir erstmal nur einen oder machen wir zwei? Wir hätten da drei Haltebuchten. Eine wäre zur Anlieferung, zwei wären zum Warten. Ich glaube, wir machen zwei. So, die stehen dann da und der letzte fährt dann dahin. Kohle wird hier sowieso noch nicht geliefert. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das Bier dann noch anzaubern. Ja, Glasfabrik ist jetzt klar. Das sind Lieferanten. Oh, Marktplatz, Markt, Gastwirtschaft, okay. Und Getreidehöfe und sowas. Wo kommt das Getreide her? Wo geht es hin? Das ist die Frage, ne? Wird hier sowas angeliefert? Verpackungsmittel. Hier kommt sowas definitiv nicht vorbei, schätze ich mal. Da ist auf jeden Fall ein Kohlezug gerade gefahren. Also ich glaube, wir sind jetzt hier mit Hopfen und Gerste noch weiter unterwegs, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Hier machen wir erstmal einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir gucken gerade noch in diese zwei Sachen hier unten rein. 1600 läuft. Und was ist er hier? Oh, er ist jetzt bei 30.000. Der hat aber schon mal 15.000, ne? Jetzt hat er auch keine Post dabei, ne? Und er steht da und wartet. Alles klar. Gut, dann wissen wir da Bescheid. Das gucken wir uns nächstes Mal auch nochmal wieder an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.